Ich glaube, ich stehe im Wald. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht los mit Regen. Ich freue mich. Wir stehen im Wald mitten in Frankfurt, Frankfurter Stadtwald. Wir haben es endlich mal geschafft, zum Wäldchestag zu kommen. 2022 parken in Frankfurt ist, wie auch bei der Dippemesse, wie immer eine völlige Katastrophe. Wir haben jetzt 1,5 Kilometer von hier auf dem Parkplatz geparkt. Großes Problem hier. Gleichzeitig direkt in der Nähe findet die Big City Beats World Club Dom 2022 statt, was natürlich hier komplettes Chaos entstehen lässt. Jetzt sind wir das erste Mal hier im Wald. Ich habe überhaupt gar keine Übersicht, wie das hier so aussieht. Sarah ist auch am Start und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Auf jeden Fall ziemlich spannend und war eine komplett andere Location. Wir waren gestern in Erlangen, wo es ja auch schon sehr bewaldet ist, aber hier, ja, ihr lauft halt wirklich durch den Wald. Es ist schon ein angelegtes Festgelände irgendwie mehr oder weniger, aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich waldig. Und jetzt sind hier mitten im Wald halt nicht nur Buden aufgestellt, sondern auch große Fahrgeschäfte oder Laufgeschäfte wie die Après-Ski-Party hier. Ein nagelneues Laufgeschäft aus den Niederlanden hatten wir jetzt in Freiburg schon gesehen vor kurzem. Mit dem Regen wird es natürlich jetzt hier, glaube ich, ziemlich eklig gleich. Ich glaube, viele werden jetzt noch abhauen. Aber ja, wir haben einige Highlights hier am Start. Hier links zum Beispiel den Nightstyle von Armbrecht. Der Überkopfschleuder. Wir drehen, glaube ich, jetzt erstmal eine Runde hier über den Platz, gucken uns mal um und ja, schauen mal, wie regnerisch es wird. Im Zweifel müssen wir uns irgendwo runterstellen. Ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich der Regen so ein bisschen verzogen. Laut Wetter-App soll es zumindest nicht mehr anfangen, das wäre ganz gut. Der Boden hat sich aber gut gehalten, muss ich sagen. Der ist relativ verdichtet. Das heißt, die Schuhe werden zwar dreckig, aber man versinkt nicht in Matsche. Ja, ich stehe jetzt hier gerade vorm No Limit, also wirklich direkt davor. Hier ist aber auch nicht mehr wirklich viel Platz. Auch das Geschäft an sich steht schon im Busch, im Wald, meine ich natürlich. Da seht ihr es. Man hat es auf jeden Fall gut hier reingequetscht. Wir haben uns jetzt auch mal ein bisschen umgesehen. Also die Geschäfte, die stehen schon echt cool verteilt hier im Wald. Wir gehen da noch ein bisschen weiter. Es sind auch größere Geschäfte, eine große Achterbahn ist sogar mit dabei. Es kommen gerade noch ein paar Tropfen. Wir wollten nämlich jetzt eigentlich No Limit fahren. Da ist ein bisschen Regen natürlich nicht so ganz geeignet. Bin mal gespannt. Fahrzeit sah jetzt gerade, glaube ich, okay aus. Kostet 6 Euro. Teurer wird's hier nicht mehr. Die Achterbahn kostet auch 6 Euro. Generell aber haben sich die Preise hier relativ gesalzen. Der Breakdance hat 4,50 €. Wellenflug für 4,50 Euro. So, und jetzt holen wir uns für 6 Euro mal ein Ticket und fahren eine Runde. Also man ist ja gewohnt, dass der unter 3 Minuten fährt mittlerweile. Muss halt echt Glück haben, dass die Gondel über Kopf durch den Bahnhof fährt. Das hatten wir jetzt ja eigentlich kein Mal. Einmal so halb. An sich ganz cool, wenn man halt hier aus dem Wald rausschießt oben. Die Aussicht da natürlich mega geil ist. Wir lassen leider auf der falschen Seite. Die Frankfurter Skyline wäre in die Richtung. Wir haben jetzt hier aufs Stadion geguckt, wo ja gerade hier dieses Festival stattfindet. Aber ja, war ganz lustig. Ja, auf dem Kopf. Meiner Meinung nach könnte die Fahrt ein bisschen länger und intensiver sein. Habe ich aber, glaube ich, in Frankfurt auf der Dippemesse schon gesagt. Trotzdem ist das Fahrgeschäft eins der intensiveren. Und wie es hier eingebaut ist, ist natürlich genial. Ja, macht auf jeden Fall was her und finde es auch ganz gut,
dass wir so ein Ding halt in Deutschland haben, weil es halt doch zu den Propeller mit den zwei Gondeln nochmal gut Abwechslung bringt und von der Fahrt auch deutlich abwechslungsreicher ist. Ja, hier ganz zentral steht der Wellenflug, ziemlich cool. Den baut man hier natürlich an ohne Rückwand auf, damit man komplett rumlaufen kann. Der wird auch gut angenommen. Hier links, wie ich gerade gesagt habe, dann die große Achterbahn. Alle, die jetzt eine wilde Maus erwartet haben, muss ich enttäuschen. Es ist besser, Feuer und Eis ist nämlich da. Passt auch super schön hier in den Wald rein. Es geht auch in die Richtung noch weiter. Da hinten steht noch ein Hopser, den sieht man hier von hinten schon. Aber hier auf diesem Hauptplatz, wo sich alles irgendwie drum dreht, wo auf der Wellenflug steht, da steht hier auf der Ecke auch noch der Breakdance von Schramm. Kennt man ja auch aus Frankfurt. Generell sind hier sehr viele Frankfurter Schausteller vertreten. Hat ja auch wieder komplett aufgefahren mit all seinen 38.000 gefüllten Feuerflammenwerfern, Nebelmaschinen, oben ganz viele Fähnchen, die jetzt zum Regen und Wind ein bisschen eingerollt sind. Moving Heads bis zum Umfallen und so weiter. Ja, Fahrpreis 4,50 Euro und wir fahren jetzt mal eine Runde. Geht auf, hier gibt es Stockbrot. Ja, voll geil. Was gibt es denn hier so für Sorten? Hier gibt es ja alles Mögliche, Alter. Sogar mit Nutella, glaube ich. Ich bin gespannt. Italien sieht gut aus. Aber hier sieht sehr vieles gut aus. Also gönnen wir uns. Ich glaube immer noch, ich stehe im Wald und hinter mir steht ein Aquaboat-Ding, dessen Kasse die Kasse des Verkehrskindergartens ist. Was ich super cool finde, weil der steht direkt nebenan und der Verkehrskindergarten ist einfach mega geil hier eingebaut, um die Bäume drumherum und so weiter. Voll cool irgendwie. Hinten noch die Rückwand, aber die können die ja auch legen, wie sie wollen, glaube ich. Die haben ja da hinten, siehst du, da liegen noch Schienenteile rum. Ich glaube, ursprünglich geht der Streckenverlauf auch ein bisschen anders. Ich kenne das Ding ja auch von anderen Plätzen. Ist ein bisschen verwinkelter noch, man fährt da noch so ein bisschen mehr rum, aber finde ich mega cool. Auch da hinten noch diesen Knick und so dazwischen den Bäumen entlang. So. Cool, wenn so ein Fahrgeschäft sich sowas anpassen kann. Ja klar, guck mal, das ist ganz anders. Wie cool ist das denn bitte? Das ist wie Carrera-Bahn bauen in groß. Hier geht's los, dann kommt es hier zurück, hier hinten rum. Und dann geht es einfach so darüber. Das ist voll cool. Feier ich gerade richtig ab irgendwie. Hast du einfach ein ganz anderes Erlebnis als auf anderen Plätzen. Cool. Wer ist dabei? Wer macht noch mit? Hier wird gewonnen. Wer will dabei sein? Wer will noch mitmachen? Die Sonne kommt raus, wunderbar. Es ist auch immer noch mega schwül,
sind jetzt hier bei Feuer und Eis, die Achterbahn. Da wollen wir jetzt mal mitfahren. Kostet 6 Euro hier. Ach so, ich habe vorhin gesagt, No Limit und die Achterbahn sind das teuerste, das stimmt nicht. Dieses Riesenrad von Willenborn übertrumpft das nochmal. 7 Euro kostet das Ganze hier. Ja, dass der eine oder andere das zu teuer findet, das kann ich schon verstehen. Man sieht es auch kaum sich drehen, also es ist wirklich tot vor diesem Riesenrad. Komisch, also ich denke mal, wenn sie 5er nehmen würden, dann würden da deutlich mehr Leute drin sein, aber für eine Familie da 7 Euro, gut, Kinder sind ein bisschen günstiger. Naja, trotzdem cool, auch da in den Bäumen, sieht total gut aus. Generell, das ganze Gelände ist total weitläufig. Ich glaube, wir haben auch noch gar nicht alles gesehen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es wirklich sich so weit durch diesen Wald hier zieht. Ja, ja, es geht da hinten noch weiter. Dann, wo wir hergekommen sind, da hinten. Da ging es ja auch noch in die andere Richtung, also bin ich mal gespannt. Ich glaube, der Kirmesteil beschränkt sich hier auf diesen Bereich. Ja, die Beschickung haben wir jetzt groß zusammen an Großfahrgeschäften. Wahrscheinlich noch so Streetfood-Stände und sowas. Ja, aber wir gucken uns das mal an. Daniel vom Breakdance von Schramm sagte auch gerade, dass hier überall im Wald so kleine Bühnen verteilt sind. Und dass es wohl abends auch ziemlich cool ist, weil man dann hier durch den Wald gehen kann und dann überall so zu so kleinen Bühnen mit Live-Musik kommt. Wir kaufen uns jetzt ein Ticket, fahren erstmal eine Runde Achterbahn. Wir haben auch Offride mit 8 Minuten fast gefilmt. Da hat er mal richtig Gas gegeben. Und das waren aber die vielen Fahrten, die man auch von damals kannte. Also es kommt auch so ein bisschen auf den Rekommandeur an. Und ich empfehle euch, fahrt abends Nightstyle. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen mehr Party da drin. Ja, also das war richtig geil. Ja, Nightstyle, mega geiles Ding. Wird auch optimal gut verarbeitet. Wird richtig Stimmung gemacht hier. Da bebt der Wald.
halt. Und ich finde es so geil, wenn ihr da auf dem Wartebereich steht und er am Ende das Finale fährt. Ganz und ihr dann da steht so. Und erstmal so einen halben Meter hin und her wackelt. Richtig cooles Teil. Und wenn es so gefahren wird, finde ich es auch gut. Ich finde, es ist auch so nicht so schlimm. Man kann ja auch nicht sagen, irgendwie, dass das in Wolfsburg jetzt gemacht wurde, weil es ja sonst zu schlimm war oder so. Es ist ja so in Ordnung. Er macht zwischendurch Pausen und er haut halt mal rein ab und zu. Dass das kein Kinderkarussell ist, das sollte man sehen. Halt für die Jugend oder ja, für die Großen. Wenn da Kinder reingehen und das vertragen, dann ist es ja alles gut. Wenn sie es nicht vertragen, haben sie Pech gehabt. Aber es ist halt kein Kindergeschäft. Ne? Richtig. Das war jetzt auf jeden Fall eine sehr gute Erfrischung, fand ich gut. Offride-Video findet ihr auch hier um. Und wir schauen uns jetzt mal noch ein bisschen um und gehen mal dahin, wo wir noch nicht waren. Das heißt, wir sind ja von da gekommen und da geht es bestimmt auch noch irgendwie weiter. Auch wenn uns da jetzt wahrscheinlich keine großen Fahrgeschäfte mehr erwarten. Ja, wir sind jetzt bei diesem ruhigeren Teil hier hinten. Da hinten ist Hausmann mit der Festhalle. Hausmann ist dort mit allem. Kleinen Zelt. Wir haben sich da so eine Ecke aufgebaut und auch hier immer wieder so kleine Biergärten, wo man sitzen kann mit dem weltberühmten Apfelwein und dem ganzen Zeug, was man hier noch so trinkt und isst. Nierenspäße. Ja, aber es ist super schön, weil man hier halt wirklich durch den Wald läuft. Also es ist nicht einfach nur so ein paar Bäumchen und ein paar Häuser, sondern es ist halt wirklich Wald. Wir sind auch durch den Wald quasi hier hingekommen, mussten erst so einen Weg hochgehen, mitten durchs Nirgendwo. Es ist halt eher so ein kleiner Park, ne, der hier halt... Man sieht ja, das ist jetzt kein naturbelassener Wald, wo man jetzt hier irgendwie sich entschlossen hat, mal eine Kirmes reinzuklatschen. Das ist hier jedes Jahr. Aber ja, ich finde es halt so an sich echt cool hier. Dass man halt hier auch so viel Leben ist, mega gut. Hinter uns haben wir nochmal was Nostalgisches, eine Schiffschaukel. Aber nicht so Huss oder so, sondern zu selbst anschieben. Ja, gab es ja früher, war das ja der Shit, da waren überall die Dinger. Und die waren auch dafür bekannt, dass viele davon Loopings machen konnten. Diese kann das auch, aber nur die eine in der Mitte. Interessant, kann man sich hier auch anbuchen. Ich denke mal, dass die dich aber anschubsen, weil hier steht ein Überschlag 5 Euro. Das heißt, da machst du wahrscheinlich ein Looping. Früher musste man das selber machen, ja. Aber hier bist du dann wahrscheinlich so ein bisschen mit angewiesen. Lustig, mache ich jetzt aber nicht. Ich auch nicht. Da bist du ja, da machst du erstmal voll den Aufriss. Wenn du jetzt da hinkommst, du möchtest hier einmal mit Looping schaukeln. Da steht 4 Mann, die warten quasi nur auf dich. Also ich fände ich das irgendwie cool. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, wie man da früher gesichert war, ob man da überhaupt gesichert war. Aber da gab es halt 4 so ein Gurt an. Und dann hat man, wurde man in dieses Boot noch so ein bisschen eingehakt. Das war alles sehr locker. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat man in dem Boot unten so Laschen, wo man die Füße reinmachen kann. Und das hindert dann einen davon, dass man eben von oben nach unten knallt, wenn man über den Kopf fährt. Da musste man das aber auch alles selber machen. Und da war auch nicht nur eine Schaukel mit Looping. Ja. Und das sah ganz cool aus, weil da waren 2 so Leute, die haben jetzt hier geloopt. Ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Irgendwo, glaube ich, damals auch einer von unserer Sommertour. Das war auf jeden Fall faszinierend, da stand ich auch eine Weile vor. Da ist No Limit. Ganz cool so jetzt, wenn man so über den Wald drüber guckt. Da werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen filmen. Dann haben wir, denke ich, jetzt auch so alle Hauptwege gesehen. Man kann halt auch immer noch hinten so irgendwo reingehen, wo dann noch mal Biergärten sind. Aber ja, wie gesagt, fahrgeschäftstechnisch ist das eigentlich alles. Vorteil ist, wenn man mitten im Wald ist, kann man ganz normal reden, weil da ist es ganz leise. Wenn man nicht gerade neben dem Nightstyle oder dem Breakdancer steht, ja, richtig. Die stehen hier drüben, das ist total cool, wenn man jetzt hier so in den Wald guckt. Ihr seht es ja hier auch, wie das alles so hier durchleuchtet, gerade auch beim Breakdancer, also ist ab und zu mal so ein Moving Head, der so durch den Wald flitzt. Schon cool jetzt so am Abend, weil du läufst so durch diese beleuchteten, belegten Wege und hast halt ab und zu immer so Ableger, die irgendwo in den Wald führen, wo es dann halt auch dunkler wird. Das ist irgendwie cool. So. Ja, und dann hast du halt immer wieder diese Biergärten wie hier drüben, hier rechts, da hinten wieder, wo
wo da entweder DJs auflegen oder wie hier Live-Musik gemacht wird. Das ist eine ganz, ganz, ganz coole Atmosphäre auf jeden Fall. Mega. Also es ist halt jetzt überhaupt nicht das, was wir letztens... Gibt's nicht. Was gibt's denn nicht? Kartoffeltaschen. Die gibt's nicht. Das ist einfach cool. Wenn ihr durchguckt, du hast halt auch immer diese vollen Biergärten. Überall, die sind alle rappelvoll, die Dinger. Du kannst halt dann da reingehen, ein bisschen. Wenn du jetzt nicht auf sowas stehst an Musik, dann gehst du halt zu dem DJ da drüben. Also hier gibt's auf jeden Fall für alle was. Naja, gut. Wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen um. Gefahren sind wir ja schon alles. Ihr kriegt noch ein paar Eindrücke. Ja, und dann denke ich, war es das für heute auch schon fast. Witzig, hier geht einfach noch so ein Gang weg, den habe ich gerade gar nicht wahrgenommen. Steht da noch ein Greifer und ein paar Reihengeschäfte. Erstmal rein da. We love Frankfurt, we love drinks, we love food, we love alles immer. Gucken, was da noch so gibt. Also ich erwarte jetzt nicht, dass da noch irgendwie die Alpina-Bahn steht. Aber da kommt Musik raus und es könnte vielleicht ganz cool sein da drüben. Vielleicht fehlt da die Alpina-Bahn. Gänge geht, wie wirklich auch da mehrere hundert Meter noch mal irgendwo in den dunklen Wald reingehen. Da war noch mal richtig was los da gerade in dem Gang. Ne? Ja, voll cool. Wir sind jetzt hier noch mal in einer ruhigeren Ecke. Ist zwar die Ecke, wo eigentlich die Fahrgeschäfte auch stehen. Wir haben hier noch ein Laufgeschäft, Venezia. Gegenüber vom Nightstar steht ja noch ein anderes großes Laufgeschäft, dieses Après-Ski-Party-Ding, was auch in Freiburg stand damals. Und damit haben wir eigentlich alles gesehen. Eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich finde so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen Festival-Feeling statt Kirmes-Feeling, weil auf einer Kirmes ist das immer so, weiß ich nicht, du hast so deine geordneten Wege, du weißt, wo du hingehen kannst und hier findest du halt immer irgendwie was Neues, entdeckst was, keine Ahnung, es hat eigentlich irgendwie so ein bisschen Festival-Charakter, finde ich. Wie gesagt, mitten hier am Stadtwald von Frankfurt am Main gelegen. Das hier dürfte auch einer der Haupteingänge, wenn nicht sogar der Haupteingang sein. Von da drüben kommt ihr direkt vom Stadion, auch von den Bahnstationen und so weiter hier rüber. Hier ist auch viel Verkehr gewesen heute Morgen. Wir haben sehr lange nach einem Parkplatz gesucht, eben weil ja zeitgleich auch noch eben das Festival drüben stattfand. Ja, ist terminlich halt ein bisschen schade, weil du hast ja eigentlich so viele Parkplätze drumherum, wo du parken könntest und jetzt sind die halt alle belegt, weil du kommst halt auch gar nicht drauf, weil die lassen dich nur mit einem Ticket für das Festival drauf. Ja, deswegen mussten wir auch auf einen Parkplatz ausweichen, der, weiß ich nicht, bestimmt 1,5 Kilometer oder was von hier nochmal weg ist. Ja, dann soll es das gewesen sein von hier. Wir verabschieden uns hier vom Hauptausgang, Eingang. Wir müssen aber zu einem anderen Ausgang. Ja. Vielleicht schneide ich das leider eben rein, weil wir verschwinden wirklich durch den Wald. Da wird es wahrscheinlich auch relativ dunkel sein jetzt. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist unser Ausgang. Also das. Ist sogar beleuchtet. Tatsache. Aber es ist halt schon Wald. Ah. Sie ist auch so dunkel, dass hier sehr viele Wildpinkler sind, die man nicht mal merkt, wenn man vorbeigeht. Wir verabschieden uns hier aus Frankfurt, aus dem Wildpinkelhausen des Mainz und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.